Ja, wir schauen auf die Strahlkraft des Emmanuel Macron, ein neuer Kennedy, Obama gar. Und wir haben das. Heute in Kulturzeit. Tod einer Polizistin. Das Rätsel um Michelle Kiesewetter. Leise, aber gewaltig. Der Sound von Feist. Ich begrüße Sie herzlich. Diese auf den ersten Blick unspektakuläre Wandschmiererei könnte sich als Sensation erweisen. Denn sie ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Recherchen bezüglich der NSU-Morde vollkommen unzureichend waren. NSU. Heute wissen wir alle, was das Kürzel bedeutet. Vor 10 Jahren aber war der sogenannte nationalsozialistische Untergrund noch nicht aufgeflogen. Damals, als die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn erschossen wurde. Mein Kollege Clemens Rier ist jetzt bei Recherchen auf damalige Aufnahmen des Tatorts gestoßen und auf besagte Wandschmierereien. Und er hat weitere Ungereimtheiten entdeckt, die große Zweifel aufwerfen, ob der Fall Kiesewetter wirklich abgeschlossen ist. Einer der rätselhaftesten Kriminalfälle Deutschlands. Der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter. Am 25. April 2007 wird der 22-jährigen Polizistin in Heilbronn in den Kopf geschossen. Das allererste war der Eindruck vor Ort beim Anblick der blutüberströmten Kollegin. Das wird man nie vergessen. Vor Kripo-Chef Volker Rittenauer liegt die junge Polizistin Michelle Kiesewetter. Wie er hatte sie am Morgen ihren Dienst begonnen. Ihr Kollege überlebt schwer verletzt. Nur wenige wussten, dass sie und ihr Kollege an diesem Tag Dienst haben. Keiner wusste, wie die Besatzung der Streife aussieht. Und das ist eben wieder etwas, wo ich immer wieder frage, warum? Und was ist da der Hintergrund? Und diese Fragen sind bis heute ungeklärt. Das sieht die Bundesanwaltschaft im Münchner NSU-Prozess anders. Für sie ist der Fall geklärt. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sollen Michelle Kiesewetter umgebracht haben, weil sie neue Pistolen brauchten. Beate Zschäpe bestätigt das im Prozess. Die hatten Waffen ohne Ende. Die hatten Waffen in unterschiedlichster Qualität, bis hin zu Maschinenpistolen und abgesägten Schrotflinten. Mehrere Faustfeuerwaffen, die brauchen keine Polizeiwaffen. Das Risiko, die zu holen, ist viel zu groß. Doch warum musste Michelle Kiesewetter dann sterben? An ihrem Todestag fährt sie zum Parkplatz an der Theresienwiese. Angeblich, um dort Pause zu machen. Allerdings wird der Ort von Polizisten normalerweise dafür nicht benutzt. Hatte sie einen Auftrag? Die Täter kamen zeitgleich von hinten. Und hier gibt es eine gute Möglichkeit, sich zu verstecken. Ein Täter kam links des Autos und schoss auf Michelle Kiesewetter in den Kopf. Sie war sofort tot. Der Kollege von Michelle Kiesewetter wird ebenfalls in den Kopf getroffen. Er überlebt, schwer verletzt. Zeugen für die Tat gibt es keine, aber für die Minuten danach. Journalist Thomas Moser stellt nach, was eine Zeugin sah. Ein blutverschmierter Mann springt nahe dem Tatort in ein Auto. Ein Phantombild wird gezeichnet, doch merkwürdigerweise nie veröffentlicht. Auch die Beobachtungen eines Radfahrers, der einen Mann seine blutigen Hände waschen sieht, werden nicht weiter verfolgt. Er hat es genau beobachtet und er hatte den Eindruck, dass die Bekleider von dem, der sich die Hände wusch, ihn abgeschirmt hätten. Also er war ganz nah bei ihnen. Er hat dann sogar noch gefragt, ist was, kann ich Ihnen helfen? Weitere Zeugen, weitere Phantombilder. Doch keines hat Ähnlichkeit mit Mundlos oder Böhnhardt. Man hat sich festgelegt gehabt, relativ schnell auf diese Einzel- oder Zweier-Täter-These. Und alles, was dann davon ablenkt oder in eine andere Richtung geht, das wollte man nicht wissen, hat man ausgeblendet. Dem Stern-Journalisten Rainer Nübel wird ein Dokument zugespielt. Demnach war der amerikanische Geheimdienst vor Ort für eine Observation. Die musste abgebrochen werden wegen einer Schießerei zwischen Neonazis und der Polizei. Die Bundesanwaltschaft spricht von Fälschung. Es ist zu befürchten, dass, aber das gilt für den Gesamtkomplex, aber fokussiert auf den Heilbronner Fall auch, dass es politisch nicht opportun ist, die gesamte Wahrheit der jeweiligen Fälle
quasi als Realität gelten zu lassen. Die Münchner Anwältin Ricarda Lang trat jüngst im württembergischen NSU-Ausschuss auf. 2009 verteidigte sie einen der Sauerland-Terroristen und erfuhr in diesem Zusammenhang von einem Informanten, was in Heilbronn wirklich passiert sein könnte. Es wäre bei diesem Treffen, wie auch immer, um einen Waffendeal gegangen. Und unter anderem sei der amerikanische Geheimdienst vor Ort gewesen. Ich habe dann gar nicht weiter nachgefragt. Und er sagte, und im Übrigen auch noch, nicht nur der amerikanische Geheimdienst, sondern ein Türke, der für den türkischen Geheimdienst und für die Amerikaner arbeitet. War Michelle Kiesewetter bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder hatte sie einen konkreten Einsatz? Reinhard Kiefer arbeitete viele Jahre für den amerikanischen Militärgeheimdienst. Ich war nicht da, ich habe davon auch nichts gehört. Was ich aber weiß, ist, dass bei den Amerikanern der NSU-Komplex bekannt war, und zwar bereits 2006 spätestens. Wenn das stimmt, wäre es eine Sensation. Denn offiziell hat vor 2011 niemand vom NSU gewusst. Eine Stunde vor dem Mord wurde ein Mitglied der US-Special Forces geblitzt. Ganz in der Nähe des Tatorts. Wenn die dann auch noch selbstständig hier durch Deutschland gelaufen sind, ohne sich möglicherweise noch irgendwo anzumelden bei deutschen Dienststellen, was Usus ist, und die dann entscheiden, okay, go, oder wir treffen uns dort und wir begleiten euch, das wäre ein Hammer. Und vor allen Dingen, mit welcher Motivation? Sind die in Sachen Theresienwiese unterwegs oder NSU oder sonst was? Seltsam auch, der sonst so belebte Parkplatz ist an jenem Tag wie leergeräumt. Auch vom nahegelegenen Stellwerk ist er gut einsehbar. Man hört auch teilweise von Leuten, die im Verfassungsschutz tätig waren, dass zuweilen auch Polizeistreifen eingesetzt werden, ohne dass die Beamten es wissen, um, wenn man mit Fahrleuten zum Beispiel sich unterreden möchte, eine gewisse Ruhe zu haben. Auffallend schnell sind an jenem Tag Spezialeinsatzkommandos am Tatort. Ein weiteres Indiz für eine Geheimdienstoperation? Rainer Nübel bekommt einen Schriftverkehr deutscher Geheimdienste zugespielt. Es geht darin um ein Angebot der Amerikaner. Sie wollen mit den Deutschen über den Mordtag in Heilbronn sprechen. Die aber lehnen ab. Wenn es wirklich so wäre, dass man bewusst die Aufklärung eines Mordfalls verhindert, aus irgendwelchen anderen übergeordneten Gründen, dann wäre das ein Skandal, der meiner Ansicht nach an die Grundfesten gehen würde. Als der Ministerpräsident 2007 wenige Tage nach der Tat einen Trauerkranz niederlegt, weiß man nicht, wer Michelle Kiesewetter erschossen hat. Für unsere Recherchen sichten wir das alte Archivmaterial und sind erstaunt. Wir entdecken auf einer Backsteinmauer das Kürzel NSU. Direkt am Tatort. Zu einem Zeitpunkt, als das sogenannte Trio noch unbekannt war. Es wird neue Untersuchungen geben müssen. Zu dem Schriftzug und zu den Hintergründen des 25. April, als Michelle Kiesewetter mit nur 22 Jahren starb. Ja, heute hat die deutsche Bundesanwaltschaft angekündigt, dass sie den Hintergründen des von meinem Kollegen Clemens Rier entdeckten NSU-Schriftzugs nachgehen wird. In der ARD läuft nachher um 22.45 Uhr die Langfassung seiner Dokumentation Tod einer Polizistin, das kurze Leben der Michelle Kiesewetter. Ungeheuerlich ist ja auch die Erkenntnis, dass die Amerikaner offenbar schon viel früher von der Existenz des NSU gewusst haben als die Deutschen. Er war schon als Kind ein Bücherwurm. Er soll sehr gut Klavier spielen und Emmanuel Macron hat Philosophie studiert. Gestern nun haben fast 24% der Franzosen ihre Stimme für den smarten, schöngeistigen, knapp 40-jährigen Ex-Banker abgegeben, der zwar keiner der etablierten Parteien angehört, aber als Linksliberaler gilt. Dicht hinter ihm Marine Le Pen. Ein Kontrast, der schärfer kaum hätte ausfallen können in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Und ein Ergebnis, das das traditionelle Parteiensystem abwatscht. Vor der Sendung habe ich den Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg zum Wandel der politischen Kultur in Frankreich befragt. Hier schon mal eine Reaktion aus Paris und aus Berlin. Frankreich nach der Wahl. Eine Momentaufnahme des Neuen. Noch nie stand die Grande Nation vor solch ungewohntem Szenario. Das etablierte Parteiensystem gibt es nicht mehr. Sozialisten und Konservative, die seit 60 Jahren die Regierung im Wechsel gestellt haben,
sind schon im ersten Durchgang gescheitert. Noch nie ist eine rechtsextreme Partei in Frankreich von so vielen Stimmen gewählt worden. Und alles sieht danach aus, als würde in 2 Wochen der jüngste Präsident in der Geschichte Frankreichs gewählt. Im Kulturbetrieb tut man sich schwerer als sonst, eine Haltung zu finden. Aber dennoch. Wir denken auch, dass Emmanuel Macron jemand ist, der eine liberale Auffassung vertritt. Er hat ja Philosophie auch studiert. Das ist jemand, der sich mit Kultur auskennt und sich für Kultur interessiert. Das ist für uns wichtig. Seine Politik wird ganz klar bedeuten, dass das, was die Sozialdemokratie in Deutschland unter Schröder gemacht hat, was Blair in Großbritannien gemacht hat, Zapatero in Spanien, dass das jetzt auch in Frankreich installiert wird. Also eine Aufweichung der Arbeitsschutzrechte, Kündigungsschutz, 35-Stunden-Woche, Rente mit 62, all das wird in Frage gestellt werden, geändert werden. Und das wird den Riss, der durch Frankreich geht, vertiefen. Für Europa bedeutet das Wahlergebnis von diesem Sonntag erst einmal Entwarnung, denn Marine Le Pen wird sehr wahrscheinlich, obwohl sie jetzt im zweiten Wahlgang ist, nicht gewählt werden. Das heißt, wir werden also keine neuerliche Katastrophe haben, wie das mit dem Brexit zum Beispiel der Fall gewesen ist. Wir müssen aber auch wissen, dass Macrons Wahlsieg, der wahrscheinlich ist, es wird ein fragiler Wahlsieg sein und es ist durchaus möglich, dass Marine Le Pen ante portas das bleibt, wenn sie in den nächsten, wenn es Macron in den nächsten 5 Jahren nicht gelingt, eine strukturierte und strukturelle Mehrheitsfähigkeit hinter sich zu bilden und Frankreich zu reformieren. Je mehr wir merken, dass in bestimmten Ländern Nationalismen wieder hochkommen, desto mehr brauchen wir ein klares Bewusstsein und eine klare Zusage an Europa, um die nationalistischen Tendenzen zu überwinden. Nationalismus hat immer Krieg bedeutet. Nationalismus hat immer Angst und Hass verursacht. Und mit Angst und Hass kann man nicht eine humane Gesellschaft weiterführen. Ich glaube bloß, dass diese Europäische Union dringend reformbedürftig ist und einen Schwerpunkt haben sollte auf soziale Gerechtigkeit, auf Arbeitsmarktpolitik und vielleicht sogar, wenn man ein bisschen träumen darf, auf Kulturpolitik. Von einer Schicksalswahl für Europa ist die Rede. Frankreich und Deutschland werden für die Zukunft der EU die Fäden in der Hand haben. Fragt sich nur, wie? Gestern war er noch in Paris. Jetzt ist er mir zugeschaltet aus Stuttgart, der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Frank Basner. Guten Abend, Herr Basner. Guten Abend. Herr Basner, ist das, was wir da gestern in Frankreich erlebt haben, wirklich eine Schicksalswahl für Europa? Der Begriff Schicksalswahl ist in letzter Zeit ja oft bedient worden. Erinnern wir uns an den Brexit, da ging es auch wirklich schief. Erinnern wir uns an Trump, dann Erdogan. Also wir sind etwas inflationär mit dem Begriff. Aber richtig ist sicherlich, dass die französische Wahl für ganz Europa ganz, ganz wichtig ist. Ja, von daher ist es ein schöner Moment, dass die Wahl so ausgegangen ist. Die schlimmsten Szenarien sind nicht eingetreten. Ob das jetzt Schicksal heißt oder nicht, jedenfalls Frankreich scheint sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Europa ist erfreut, weil Emmanuel Macron jemand ist, der Europa ganz klar befürwortet. Aber was bedeutet dieses Ergebnis darüber hinaus? Schauen wir zunächst auf Frankreich. Frankreich war ja über Jahrzehnte in einem Rechts-Links-Schema verfangen, das eigentlich mit den Wahlverhalten, auch den Gruppierungen in der Bevölkerung nicht mehr übereinstimmte. Das liegt einfach daran, dass Frankreich dieses Mehrheitswahlsystem hat, was zur Blockbildung geradezu zwingt. Und in den Nischen sozusagen, in der frustrierten Nische, hat sich Marine Le Pen breit gemacht. Und das war kein guter Zustand. Und Macron hat etwas getan, was schon einer Revolution innerhalb Frankreichs im politischen System nahe kommt. Er hat einfach die Wette gewagt, zu sagen, ich schaffe es ab durch die Mitte. Ich stelle mich alleine hin und es wird genug Kraft geben, um hinter mir eine Mehrheit zu versammeln. Er scheint recht damit zu behalten. Und wenn das wirklich so kommt, dann ist etwas gelungen, was großartig ist für Frankreich, nämlich eine Aufhebung der Blockade, die immer in Rechts-Links-Denken verhaftet war. Wie ist ihm das gelungen? Was macht seine Strahlkraft aus? Die Stärke eines Newcomers, das ist immer auch die Schwäche der anderen. Ich glaube, die beiden großen klassischen Blöcke, Parti Socialist, Sozialisten auf der einen Seite und die Bürgerlichen, im Moment heißen sie Republikaner, die haben oft ihren Namen gewechselt auf der anderen Seite, die waren in sich nicht einig. Sie hatten sehr viel internen Streit.
François Hollande als Präsident hat Reformen angefangen. Jawohl, er hat einiges getan, das vergessen wir manchmal in Deutschland, aber eben nicht konsequent genug, sodass er die Früchte nicht ernten konnte. Und Macron hat gesagt, das mache ich nicht mit. Ich gehe ganz allein meinen Weg. Ich riskiere sehr viel. Er hätte sich auch lächerlich machen können mit dieser Bewegung En Marche, in Bewegung. Und ja, er hat es einfach geschafft, Enthusiasmus hervorzurufen, Pragmatismus zu predigen. Das Wort Pragmatismus war immer schlecht angesehen in Frankreich. Und er hat den großen Mut gehabt zu sagen, wir wollen Europa. Das hat ihm eigentlich keiner zugetraut und er hat damit, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark gepunktet. Er ist 39 Jahre alt, er war früher Banker, er ist sehr kulturaffin, er ist sehr wirtschaftsnah. Was ist das darüber hinaus für ein Typ, der eben diese Ausstrahlung hat, um das, was Sie gerade beschrieben haben, an die Leute ranzubringen? Naja, das ist ein bisschen schwer, jetzt ihn so pauschal zu beschreiben. Er ist sicherlich ein Gewinnertyp. Er nimmt ein, er hat Mut. Er hat einfach auch eine brillante Karriere hingelegt. Er hat immer bewiesen, dass er mit Problemen umgehen kann, dass er Themen anpacken kann, dass er auch Themen sich erarbeiten kann. Das ist nicht ganz wenig, wenn man 39 Jahre alt ist. Und vor allem, ich glaube, ein wichtiger Punkt kommt dazu, er spricht sehr überzeugend. Er hat nicht diese schablonenhafte Sprache, die viele französische Politiker hatten in letzter Zeit. Er ist erfrischend klar, er ist gleichzeitig fast schon poetisch in seiner Sprache. Er ist sehr, sehr, Sie sagten ja schon, kulturaffin, ist also auch einer, der die Klaviatur der französischen Sprache beherrscht. Zudem kann er frei Englisch sprechen. Als er in Berlin seine Humboldt-Rede gehalten hat, war die ja auf Englisch. Auch das ein Novum im 21. Jahrhundert, zumindest für die Franzosen ein Novum. Also ich denke, da kommt einiges zusammen, was ihn glaubhaft macht, zumindest faszinierend macht. Kulturaffin, haben wir gesagt. Was könnte das denn für die Kulturschaffenden in Frankreich bedeuten? Denn vom Front National wissen wir, dass der nun die Kultur nicht unbedingt als Staatssache sieht, die Kulturförderung schon mal gar nicht, dass Kultur eher eine Sache ist von denen, die sie gerne haben möchten und wenn überhaupt Kultur, dann nur im nationalistischen Sinne. Was wäre von einem Präsidenten Macron zu erwarten? Zunächst einmal Kontinuität. Frankreich hat ja eine große Tradition der Kulturförderung. Denken wir an die Filmförderung. Das sind große Kapitel französischer Kulturpolitik seit Jacques Lang. Auch der Versuch, Bildung, kulturelle Bildung in die Breite zu bringen. All das wird er fortsetzen. Da wird er nicht mit irgendeinem Spardiktat herbeikommen. Es mag sein, dass wir erleben, dass die recht privilegierten Intermittent du Spectacle, das sind praktisch die Angestellten im Schaugewerbe, im Theatergewerbe, die sehr privilegierte Arbeitsverträge haben, muss man einfach sagen, dass die etwas leiden müssen. Da kann sein, dass es ein Aufschreien gibt, aber grundsätzlich wird er nichts ändern an der Förderung von Kultur, die er als Teil der französischen Identität auch ansieht. Was werden denn jetzt für Herausforderungen auf ihn zukommen? Also er wird unterstützt jetzt von allen anderen Kandidaten, die nicht Le Pen heißen. Aber dann kommen ja noch die Parlamentswahlen und da ist ja noch einiges zu meistern. Das ist genau der Punkt. Er muss jetzt Marathonqualitäten haben. Zunächst mal 2 Wochen Wahlkampf bis zur Stichwahl. Marine Le Pen hat gestern schon zu erkennen gegeben, dass sie nicht zimperlich sein wird. Sie holzt sofort los. Sie ist eine Schwarz-Weiß-Malerin. Sie hat nicht unbedingt das Florett in der Hand, sondern eher so einen Säbel, wie Jeanne d'Arc ihn gehabt haben mag im Mittelalter. Das wird schon hart für ihn und er muss dabei bleiben, nicht nur einfach zu sagen, ich werde schon gewinnen, sondern er muss ja seinen Stil auch weiterfahren. Den muss er durchhalten. Gute Nerven also. Wenn er dann gewinnt, was wir natürlich im Moment annehmen, aufgrund auch der Wahrscheinlichkeiten, die wir kennen, ist dann in der Tat die große Aufgabe, Sie haben es angesprochen, die Parlamentswahlen hinzubekommen. Das wird ja gleich darauf gewählt. Am 11. und 18. Juni sind Parlamentswahlen. Und da er keine eingefahrene Partei hat, muss er ja erstmal die Kandidaten aufstellen. Das wird eine große Herausforderung. Wenn er es gut hinkriegt, kann er wirklich gewinnen. Wenn es schief geht, kann er Schwierigkeiten mit seiner Mehrheit im Parlament bekommen. Herr Basner, ich danke Ihnen sehr und wir sind weiterhin sehr gespannt. Danke nach Stuttgart. Danke Ihnen. In der ehemaligen französischen Kolonie Tunesien spielt Kultur eine ganz andere, ich würde mal behaupten, eine noch bedeutendere Rolle als bei uns in Europa. Denn sie kann das, was seit dem arabischen Frühling in diesem Land passiert, in vielfältig kreativer Weise reflektieren. Einen besonders wichtigen Beitrag für die Gesellschaft geleistet und besonderen Mut gezeigt, hätten in den vergangenen Jahren vor allem die Frauen, sagt der Intendant des tunesischen Nationaltheaters Fahel Jaibi. Er zeigt jetzt 2 von Frauen geschriebene Stücke am Theater an der Ruhr in Mülheim. Kerstin Edinger hat eines davon gesehen, Peur, Angst oder Ängste, hier unser Da der Woche. Musik.
Seit 32 Jahren schon lädt das Theater an der Ruhr ausländische Gruppen zu Gastspielen ein, schwerpunktmäßig aus dem arabischen Raum. Heute feiert das neue Stück von Fadel Jaibi hier sogar seine Uraufführung. Er kommt aus Tunesien und ist einer der renommiertesten Theatermacher der arabischen Welt. Sein neues Stück heißt Peur, Angst. Fadel Jaibi ist Leiter des tunesischen Nationaltheaters und gemeinsam mit seiner Frau, der Autorin Jalila Bakar, eine der wichtigsten intellektuellen Stimmen des Landes. Die Ausgangssituation des Stückes ist simpel. Ein heftiger Sandsturm durchzieht das Land. Eine Gruppe von Pfadfindern strandet am Rande einer Stadt. Sie sitzen fest, sind plötzlich aufeinander angewiesen. Es ist wie ein Experiment für uns. Wir stecken diese Personen zusammen und schauen, wie sie sich verhalten, wie sich die zwischenmenschlichen Beziehungen umkehren, bis hin zu animalischen Zuständen. Extremsituationen können solch ein Verhalten auslösen, Grenzerfahrungen. Das kann eine Revolution sein, ein Bürgerkrieg, genauso wie eine Naturkatastrophe. Je länger der Sandsturm dauert, umso mehr bekommen die Gestrandeten Angst. Angst vor sich selbst, Angst vor den anderen, Angst vor dem Tod. Die Gruppe findet keinen Ausweg. Eine alte, dunkle Ruine wird für sie zu einer Art Gefängnis. Doch anstatt zusammenzuhalten, beginnen sie, sich gegenseitig zu bekämpfen. Wir haben die Pfadfinder als Gruppe ausgewählt, weil sie ein Wertemodell repräsentieren. Sie stehen für etwas. Sie glaubten einmal an Freundschaft, Solidarität, das Vaterland. Plötzlich sind all ihre Gewissheiten und Überzeugungen zerstört. Der Mensch schaut in eine Art Spiegel und ihm wird bewusst, dass er nicht schön ist. Er ist schändlich, er ist Opfer und Henker gleichermaßen. Von Angst zerfressene Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, zur eigenen Menschlichkeit zurückzufinden und selbst vor Mord nicht zurückschrecken. Auch wenn es Einzelne gibt, die sich von der Gruppe lösen wollen, keiner schafft es zu entkommen. Sie alle bleiben Gefangene des Sandsturms. Peur ist eine Parabel, die auch auf die aktuelle Situation Tunesiens eingeht. 6 Jahre nach dem arabischen Frühling sind die Erwartungen vieler Tunesier enttäuscht worden. Das Land sucht nach einer neuen Identität. Viele fühlen sich so orientierungslos wie die Pfadfinder im Stück. Man wird sich nach 6 Jahren bewusst, dass Tunesien in der Welt nur ein kleines Rädchen in einem geopolitischen und strategischen Spiel ist. Ein Spiel, das über uns hinweggespielt wird, mit all den Kriegen, Eingriffen, Waffen, die verkauft werden. Die Stücke von Jaibi und Bakar ecken in ihrer Heimat an. Sie sind besonders in aufklärungsfeindlichen islamistischen Kreisen nicht gern gesehen. Eine Zensur von öffentlicher Seite gibt es seit dem Sturz des Ben Ali-Regimes nicht. Doch der Druck auf Jaibis Truppe ist dennoch enorm. Da geht es dann um moralischen Druck, um religiösen Druck, der nicht offiziell ist, sondern der von informell ausgeübt wird, der durch Drohungen zum Beispiel ausgesprochen wird, einfach nach dem Motto, wenn ihr das und das tut, dann kommen wir mal vorbei. Die tunesische Gesellschaft ist gespalten, reibt sich auf zwischen Tradition und Moderne. Jaibis Stücke bieten keine Lösung an, legen aber Strukturen offen und regen zum Nachdenken an. Es ist ein bedrückender Theaterabend. Man wünscht sich mehr Hoffnung, aber die liefert uns Jaibi hier erst einmal nicht. Er zeigt uns die Angst als Keimzelle für Verbrechen und Unmenschlichkeit. Ein niederschmetterndes Stück, mit dem Jaibi nicht nur sein tunesisches Publikum wachrütteln will, sondern uns alle.
Mit dieser Gastspieleinladung werden Brücken gebaut in eine Region, in der die Kultur eine wichtige aufklärerische Funktion hat. Gerade ist er 70 geworden und sein Freund, der Filmregisseur Jim Jarmusch, macht ihm zu diesem runden Geburtstag ein besonderes Geschenk. Er hat einen Film über den auf der Bühne hüpfenden, am Mikrofon lutschenden, exzentrischen The Stooges Frontman Iggy Pop gemacht. Der erste Tipp von Priska Maria Riedl. Iggy Pop, die Punk-Legende und seine Band The Stooges. In den 60ern platzten sie in das Zeitalter der Liebe und sie hassten die Hippies. Zu sehen in Jim Jarmuschs Dokumentarfilm Gimme Danger. Each time I ever saw those two guys powerfully motivated by something that wasn't an imitation of somebody else, something that was their own. I just started jumping up and down, like kind of the way chimps or baboons do before they're gonna fight, like that. And as soon as I started doing that, up went the Ashtons. Ein nostalgischer Blick auf Iggy Pop ab Donnerstag in der Schweiz und in Deutschland. Ab Freitag in Österreich im Kino. Die vierte Urban Art Biennale in der Völklinger Hütte mit einem aktuellen Überblick über die internationale Street Art Szene. 100 Künstler aus 17 Ländern. 150 Werke auf 100.000 Quadratmetern. Der Fokus liegt auf interventionaler Kunst, die erst auf dem Smartphone zum Leben erwacht. Ironisch, kritisch und frech. Die Werke der Urban Art Südamerikas mit Blick auf das Schicksal der Ureinwohner. Der ganze Stolz der Ausstellung, ein echter Banksy, die giftige Maria. Noch bis 5. November in Völklingen im Saarland. Das Huhn als Fotomodell. Niedliche, komische und exotische Exemplare. Die viel talentierte Isabella Rossellini züchtet alte Hühnerrassen auf ihrer Farm in Long Island und hat jetzt ein Buch darüber geschrieben. Meine Hühner und ich. Ein Bilderbuch für Kinder und Erwachsene über die Intelligenz und Schönheit ihres Federviehs. Die Tierliebhaberin mit Universitätsabschluss in Verhaltensforschung überrascht mit Zeichentalent. Unterhaltsam und witzig. Mit prächtigen Fotoporträts von Patrice Casanova, Meine Hühner und ich von Isabella Rossellini. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist einer dieser Sprüche, die jeden Inhalt verloren zu haben scheinen, weil sie so abgedroschen klingen. Und doch kann er Bedeutung bekommen, dieser Spruch. Zum Beispiel, wenn zwei sich liebende Menschen gleichzeitig krank werden, völlig überraschend, und sich dann gegenseitig helfen. So war es bei den Eltern der Fotografin Nancy Borowick. Statt doppelt mitzuleiden, hat sie ihre Kamera genommen, das Leben ihrer Eltern festgehalten und daraus ein Buch gemacht, bevor dann der Tod kam. Dies sind die New Yorker Laurel und Howard Borowick, nicht lange vor ihrem Tod. Die Eltern der Fotografin Nancy Borowick sind an Krebs gestorben. Erst er, dann sie, im Abstand von nur einem Jahr. Ihre Tochter hat mit der Kamera zugesehen, beim Leben vor dem Sterben. Als Fotografin, als Journalistin und als Tochter war ich geradezu besessen von der Idee, alles festzuhalten, was mit ihnen zu tun hatte. Das, was sie im Innersten waren, ihre Erinnerung. Sowas kann man auf verschiedene Weise tun. Für mich hieß es, sie fotografieren, mit ihnen sprechen und der Angst vor dem Tod nicht so viel Raum zu geben. Hatten die Eltern nicht getanzt und gelacht? Hatten sie sich nicht alles genommen an Leben, das sie zu fassen kriegen konnten? Wie um den Schatten zu vertreiben, ein Wissen, das von Anfang an über ihrem Glück liegt. Nach der Heirat bekommen Laurel und Howard drei Kinder. Nancy Borowick hat eine Schwester und einen Bruder. Nichts scheint diese ausgelassene Familie von anderen zu unterscheiden.
Meine Eltern wussten um die Zerbrechlichkeit des Lebens. Mein Vater verlor seine Eltern an den Krebs, bevor er 15 war. Nie hätte er gedacht, dass er so lange leben würde. Ich glaube, deshalb hatten wir so eine wunderschöne Zeit miteinander. Erst erkrankt sie, dann er unheilbar. Zur Chemotherapie gehen Howard und Laura gemeinsam. Wer von beiden sich gerade stärker fühlt, chauffiert den anderen. Nancy Borowick dokumentiert das alles voller Mitgefühl und Respekt. Auch den Moment im Bad, die Reaktion, wenn die Klinik anruft mit aktuellen Werten. Undenkbar, wenn er ein gutes Ergebnis hörte und sie ein schlechtes. Oder umgekehrt. Dieses Bild bedeutet mir viel. Es erinnert mich daran, wie sehr sie das zusammen durchgestanden haben. Hier sind sie beide schon in Krebstherapie. Und in einer seltsamen und magischen Weise erscheinen sie mir wie ein und dieselbe Person. So eins, so innig waren sie miteinander. Liebe, Verbundenheit, Verlust und manchmal ein Augenzwinkern im Angesicht des Todes. Wenig Tragik, dafür viel Wehmut liegt in den Bildern von Nancy Borowick. Ihr hilft die Kamera, mit ihren Gefühlen klarzukommen. Ich wollte ihnen nah sein und musste doch auch mich selbst schützen. Meine Eltern bei ihrem Abschied vom Leben zu fotografieren, gab mir Halt und eine Sprache. Als Fotografin bin ich ja gewohnt, die Welt durch die Linse zu sehen. So konnte ich auch hier die Balance halten und auf mich selbst aufpassen. Find that balance and protect myself. Ihre eigene Hochzeit legt Nancy Borowick so, dass Laurel und Howard noch dabei sein können. Die Braut hört nicht, wie gut du aussiehst, sondern toll, wie deine Eltern das schaffen. Mut, so lernt sie von ihnen, ist nicht die Freiheit von Angst, sondern es trotzdem tun. Wir sollen das Leben, den Augenblick feiern, doch auch den Tod mehr würdigen. Meine Mutter lächelte bei der Trauerfeier und ich fragte sie, warum lachst du? Es ist doch die Trauerfeier deines Mannes. Und sie antwortete, ich sehe ihn vor mir. Er hat keine Schmerzen mehr, das tröstet mich. Und guck ihn dir an, er ist der Mittelpunkt von allem. Am liebsten würde er jetzt mitfeiern, sein Leben oder wie er gelebt hat. Ein Jahr nach Howard stirbt auch Laurel. Krebs ist so demütigend für den Menschen wie die Sterblichkeit selbst. Und erst der Tod gibt allem Sinn. Das ist banal. Nancy Borowicks Fotos aber berühren sehr. Meine Eltern hatten das Talent, in allem etwas Gutes zu sehen. Eben das, was ihnen blieb. Ich weiß, das Bewusstsein davon, dass die Zeit begrenzt ist, hat das Leben für meine Familie so groß und schön gemacht. Die kanadische Sängerin Leslie Feist hat turbulente Jahre hinter sich. Mit ihren letzten beiden Alben war ihr zwar der richtig große Wurf gelungen, es folgten unendlich viele Auftritte und Chartplatzierungen. Trotzdem lief ihr Leben dann irgendwann nicht mehr rund und sie beschreibt die vergangenen drei Jahre als die, Zitat, beschissenste Zeit ihres Lebens. Nach einer Auszeit kehrt sie jetzt, nach 6 Jahren, mit dem Album Pleasure, Freude, zurück, benannt nach dem Gefühl, das sie so lange so vermisst hat. Anna Bilger hat Feist getroffen. Wir haben sie vermisst, diese betörende, federleichte Stimme, die doch so viel Tiefe hat. It's my pleasure. In your pleasure. Leslie Feist ist wieder da. 6 Jahre sind seit dem letzten Album vergangen und fast ebenso lang hat sie Berlin nicht gesehen. Dabei war sie Mitte der 2000er Jahre ziemlich oft hier, hat Sängerin Peaches oder Chili Gonzales besucht, die im Prenzlauer Berg wohnten. Danziger Straße, Ecke Schönhauser Allee. Viele meiner sehr engen Freunde sind hierher gezogen. Ich habe jahrelang auf ihren Sofas übernachtet. Ich habe nie wirklich hier gelebt, aber viele Freunde sind immer noch da. Also habe ich eine Art Hauptquartier hier, bei einem Haufen kanadischer Freunde.
Ihr Lebensmittelpunkt in den letzten Jahren, irgendwo zwischen Los Angeles und Toronto. Es war eine eher dunkle, schwierige Phase in ihrem Leben, sagt Leslie Feist. Naja, so ein Album spiegelt ja immer, was in der Zeit los war, als es geschrieben wurde. Es ist ein Echo der Erfahrung. Ich glaube also, das ist der Sound der späten 30er. And that is that I am sorry to always think after you come. Nach hunderten Konzerten, langen Jahren auf Tour ist sie leer, ausgebrannt und fragt sich, wie will ich leben? Kann ich jemand ganz anderes sein, von vorn anfangen? Wie kaum eine andere Popsängerin unserer Zeit schafft es Feist, das Leben und seine Widrigkeiten in Musik und Worte zu kleiden. Schmerz, Liebe, Verlust, auch davon singt sie auf dem neuen Album. Ich war nicht nur am Heute interessiert. Ich wollte verstehen, woher ich komme. Warum handle ich so? Was sind die Umstände? Wo kann ich Einfluss nehmen und wo werde ich getrieben? Diese Art ziemlich einsamer Gedanken. Mit 15 singt Leslie Feist in einer Punkband. Da geht sie noch zur Schule in ihrer Heimatstadt Calgary. Später tourt sie mit Peaches durch Europas Clubs. Dann wird ihr 1-2-3-4 zum Song einer Werbekampagne. Feist ist in der Sesamstraße und plötzlich ein internationaler Popstar. 1, 2, 3, 4 monsters walking across the floor. I love counting, counting to the number 4. Als Künstlerin bleibt sie auf der Suche und stellt sich immer wieder den Zweifeln. Es hilft, dass auch ihre Eltern Künstler sind. Der Vater Harold ist ein expressionistischer Maler. Mit ihm wohnt sie heute wieder in einem Haus. Being an artist in my family was not. Ein Künstler zu sein, das war in meiner Familie nichts Besonderes oder Großartiges. Es ist nicht bedeutender als jede andere Arbeit. Aber meinen Vater, der jetzt 70 wird, auf seinem Weg zu sehen, wie er jeden Tag sich der Leinwand stellt, das hat mich geprägt. Immer arbeitet Feist mit Musikern, die sie schon ewig kennt, die sie schätzt, denen sie vertraut. Das ist ihr wichtig. Ich verlasse mich auf Leute, die mir nahe sind, und sie sich auf mich. Das nennt man wohl Loyalität. Leslie Feist ist wieder da. Was für ein Vergnügen. Einen vergnüglichen Abend Ihnen noch, bis morgen. Tschüss.